Es ist soweit, das Project Tenpen geht in die zweite Runde. Ich habe ja gesagt, ich gebe einmal pro Monat Info, wie es denn so mit dem Aufbrauchen aussieht. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und ich habe hier das Project Tenpen wieder gestartet. Wer das nicht kennt, das ist einfach ein allumfassendes Aufbrauchen von Produkten, die schon länger rumstehen. Und man muss die einfach so ein bisschen, wie hat die Anja mir das so schön geschrieben, man muss die Sachen ins Blickfeld stellen, die man aufbrauchen sollte. Und das hilft mir natürlich unwahrscheinlich, wenn ich hier Videos mache und wenn ich auch so ein bisschen sehe, ah, so und so viel Gramm habe ich jetzt im Monat verbraucht, dass ich die Sachen auch aufbrauche. Und bevor wir jetzt lange ins Reden kommen, ich habe hier eine Reihenfolge, ich habe alles schön in meinen Bullet Journal reingeschrieben. Es ist die gleiche Reihenfolge wie im letzten Video auch. Und ich würde jetzt einfach sagen, Hammermeleswasser und Rosenwasser. Ihr seht, ich habe kein bisschen Rosenwasser aus der Flasche verwendet. Ich habe im Bad zwei Sprühflaschen stehen und da habe ich halt noch nichts reingefüllt. Also den könnte ich komplett leer machen. Das wird jetzt irgendwann auch mal passieren. Aber dann steht halt immer noch die Sprühflasche im Bad. Also warte ich da lieber, bis die Sprühflasche eventuell ein bisschen leerer ist. Und Rosenwasser, da mache ich inzwischen halt echt wirklich Aromatherapie und sprühe es um mich rum. Oder halt auch, wenn ich Make-up drauf habe, dann Setting Spray, aber sonst halt gar nicht mehr. Ich weiß, also das ist für mich dann schon so eine Herausforderung, weil an sich kann ich mit den Produkten, so wie sie jetzt sind, einfach nichts mehr anfangen, wenn ich ehrlich bin. Das Trockenshampoo. Also nichts aufgebraucht, also immer noch das gleiche Gewicht wie vorher. Die Trockenshampoos haben lustigerweise, entweder habe ich mich beim letzten Mal verwogen, ich blende euch wieder ein, was die Sachen wiegen, entweder habe ich mich verwogen oder irgendwie ist ein bisschen Gas rausgegangen, das kann ja auch passieren bei so Flaschen, wenn sie ein bisschen länger rumstehen. Ich hatte beim letzten Mal 181 und 179. Jetzt habe ich 177 und 175. Also ist in beiden Flaschen was weg. Also eine Flasche habe ich einmal bewusst verwendet. Können wir jetzt gerade auch ein bisschen. Ich weiß halt nicht. Boah. Also merke ich erst mal wieder, wie viel Parfüm ich mir auf den Kopf gesprüht habe. Wenn du das mal gewöhnt bist, nicht mehr so viel, also Produkte mit nicht mehr so viel Duftstoffe zu verwenden, du gewöhnst dir so ab. Und sobald du irgendwie mit so extremen Duftstoffen konfrontiert wirst, das ist richtig extrem. Nichtsdestotrotz, das ist ein gutes Trockenshampoo, aber die Alternative mit der Heilerde funktioniert einfach besser, muss ich so sagen. Und wenn die zwei leer sind, kaufe ich sie auch nicht mehr nach, außer man fährt mal weg oder so und dann ist natürlich so eine Sprühflasche nicht schlecht, aber dann gibt es auch meistens so kleine. Dann haben wir die drei Deos, genau. Und ich habe tatsächlich bei jedem Deo 7 Gramm weniger. Fragt mich nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ne, beim Ponyhütchen doch auch jedes Deo 7 Gramm. Das Ponyhütchen hatte beim ersten Mal 90 Gramm, jetzt habe ich nur noch 83 Gramm. Also da habe ich schon darauf geachtet, dass ich da so gut es geht wirklich aufbrauche. Dann das CD-Deo waren vorher 104 Gramm und jetzt sind es 97. Ich habe auch mehrfach gewogen, das hat immer das gleiche gewogen. Also hier ist halt das Fläschchen extrem schwer. Und das Benecus Deo hatte vorher 59 Gramm und jetzt sind es noch 52 Gramm. Also die sind schon richtig ergiebig und es hat mich schon so ein bisschen gewundert, dass ich innerhalb von 4 Wochen nur so wenig aufgebraucht habe. Dann machen wir mal weiter mit dem Aprikosenöl.
Aprikosenöl ist halt echt eine tolle Sache und hier geht es mir mehr oder weniger darum, dass ich es halt eben aufbrauche, dass es nicht kaputt geht, weil das ist ein Öl, was halt durch die gesättigten Fettsäuren schneller kaputt geht. Das sollte man eigentlich im Kühlschrank aufbewahren, habe ich nicht gemacht. Das hatte das letzte Mal 118 Gramm und jetzt habe ich 116. Ich habe eigentlich schon gedacht, ich hätte ein bisschen mehr verwendet. Aber offensichtlich ist es auch so eine richtig ergiebige Angelegenheit. Also daran seht ihr auch, ich habe jetzt nicht extra rumgeaßt mit den Produkten, dass sie leer werden, sondern ich habe sie einfach ganz normal verwendet. Was mich auch so ein bisschen geschockt hat, war das Hagebuttenöl. Das hatte ich auch mehrmals verwendet gehabt. Also ich kann es jetzt nicht mehr in Zahlen ausdrücken. Aber ich habe tatsächlich, also erste Wiegung 112 Gramm und jetzt 110 Gramm. Ich habe nur 2 Gramm verbraucht. Also da muss ich dann demnach den Fokus auf das Öl ein bisschen erhöhen und den Fokus von der Creme so ein bisschen wegnehmen. Die muss ich zwar auch aufbrauchen, aber das Öl ist halt ein bisschen älter. Das Amla-Shampoo. Ich habe mir meine Haare gestern mit dem Shampoo gewaschen und die sind einfach furchtbar. Also das ist viel zu reichhaltig. Ich war früher mal ein großer Amla-Fan und habe mir dann eben auch mal ein Amla-Shampoo gekauft, weil es einfacher zum Anwenden ist. Und das ist meinen Haaren aber durch das Pille-Absetzen habe ich extrem weiche Haare und jetzt noch so ein Shampoo verwenden, was noch weichere Haare macht. Nicht gut. Und ich krieg es aber leer. Also vorher hatte ich 149 Gramm und habe ich direkt viel verbraucht. 115 Gramm. Also ich glaube, ich habe mir dreimal die Haare gewaschen damit. Also ich will euch jetzt auch nicht. Doch, dreimal ungefähr habe ich mir schon die Haare damit gewaschen. Und ich wasche dann meine Haare meistens immer zweimal. Durch das, dass ich Heilerde auf dem Kopf habe, möchte ich das dann natürlich auch richtig schön unten haben. Deswegen immer meistens zweimal Haare waschen. Ja. Dann, was mich ein bisschen geschockt hat, ich habe eigentlich gedacht, davon hätte ich mehr verwendet. Weil das verwende ich halt einfach jeden Tag. Und in 4 Wochen gerade mal nur 10 Gramm ist echt wenig, wenn du 1 Gramm am Tag Sonnencreme, um den perfekten Schutz zu haben, auftragen sollst, dann habe ich extrem wenig aufgetragen, ohne Witz. Also das finde ich echt krass. Das ist für mich jetzt so ein Produkt, das verwende ich halt jeden Tag, aber, und das ist halt das Problem, das hält nur 6 Monate, wenn du es geöffnet hast. Und deswegen versuche ich mich dahingegen auch, dass ich halt einfach mehr Sonnenschutz verwende, da auch so ein bisschen zu erziehen. Um zu gucken, wie viel verwende ich denn in einem Monat. Das war jetzt echt nicht viel. Also war ich schon so ein bisschen geschockt. Die Face Diori Creme, das waren jetzt auch nur 2 Gramm, die ich verbraucht habe. Die habe ich halt auch nicht jedes Mal verwendet. Und wenn du es verwendest, dann brauchst du halt nur einen Pumper. Und vorher hatte ich 59 Gramm. Und jetzt sind es 57 Gramm. Das ist kein schlechtes Produkt, das ist ein sehr tolles Produkt. Aber ich verwende halt gerade gleichzeitig unterschiedliche Sachen fürs Gesicht. Und da ist die immer so ein bisschen schwierig. Also ich peppe die gerade oftmals auch auf mit Squalan. Aber die ist gut. Also die habe ich ja auch schon vorgestellt gehabt. Die lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ich habe jetzt über die Hälfte verbraucht. Ich bin schon stolz, aber sie sollte halt auch leer werden. Aber es ist halt tatsächlich so, bevor ich die mehr in den Fokus setze, muss ich mehr das verwenden. Weil es ist halt einfach schon alt. Und da kommt halt immer noch jede Menge raus. Und was mich auch total gewundert hat, aber klar, das ist eine Flüssigkeit, die verbraucht man halt wesentlich schneller. Das tolle Gesichtswasser von Altera, das ist halt wirklich die Alkoholbombe schlechthin. Aber das nehme ich meistens gar nicht fürs Gesicht, sondern Dekolleté oder wenn du mal irgendwo was abwaschen musst oder wenn du dich so ein bisschen frischer fühlen möchtest oder so, dann nehme ich meistens immer das her. Aber ins Gesicht kommt mir das nicht mehr. 151 Gramm hat es vorher gehabt. Jetzt haben wir 134 Gramm und falls du bei der ganzen Sache mitmachen möchtest,
such dir 10 Produkte aus, aus deiner Kollektion an Sachen und brauch die doch einfach mit mir auf. Und das entspricht ja dann auch wieder so richtig schön dem Minimalismus-Sinn, dass man eben die Sachen, die man hat, in den Fokus setzt, nicht ständig weitere kauft und erstmal schön aufbraucht. In diesem Sinne melde ich mich wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!